Liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, ich grüße euch herzlichst als Mitgastgeberin im Namen des Frauenrats Rojbin und des Demokratischen Gesellschaftszentrums Hamburg. Es ist für uns eine Ehre, heute Gäste aus vielen Teilen der Welt begrüßen zu dürfen. Dieses Zusammenkommen ist für uns sehr wertvoll und von großer Bedeutung. Herzlich willkommen zur vierten Konferenz, die kapitalistische Moderne herausfordern. Das Motto dieses diesjährigen Konferenz ist, wir wollen unsere Welt zurück. Widerstand, Rückforderung und Wiederaufbau sind Hauptthemen, sowie autonome Bildung und Organisierung. Eigentlich sollte, wie auch die Vorrednerin vor mir, diese Konferenz in den Räumen der Universität Hamburg stattfinden. Jedoch hat der Direktor der Universität Hamburg unter dem Druck des Verfassungsschutzes kurzfristig den Vertrag gekündigt. Mit der Begründung des Extremismus, der Nähe zur kurdischen Freiheitsbewegung und zu Abdullah Öcalan. Obwohl die letzten drei Konferenzen 2012, 2015 und 2017 in den Räumen der Universität stattgefunden haben, ist es Ihnen wohl erst jetzt eingefallen, dass es einen Bezug zur kurdischen Freiheitsbewegung und zu Abdullah Öcalan gibt. Es ist ein Skandal und eine Schande, dass eine Universität, die für Wissenschaft, Bildung und Fortschritt steht, sich vom Inlandsgeheimdienst leiten lässt. Aber ist es nicht gerade das, wofür die kapitalistische Moderne steht? Alles, was eine wirkliche Alternative darstellt, zu zerstören? Doch überall, wo es einen Kampf für eine wirkliche Demokratie gibt, gibt es auch immer einen Weg, eine Alternative. So haben wir mit Hilfe vieler solidarischen Menschen einen alternativen Ort und Weg gefunden und freuen uns mit euch, heute hier zu sein. Wir als kurdische Frauen und kurdisches Volk wollen diesen Weg mit allen, die sich nach einem alternativen Leben und würdevolleren Leben sehnen, gemeinsam gehen. Denn wir wissen und sehen am Beispiel von Rojava, dass ein anderes Leben möglich ist, dass ein alternatives System aufgebaut werden kann. Rojava ist nicht nur ein Beispiel für die vier Teile Kurdistans, sondern auch ein Beispiel für die gesamte Menschheit. Ein alternatives System, das Patriarchat, Ungerechtigkeit, Spaltung und Zerstörung überwindet. Dieses Paradigma, das auf einer frauenbefreienden, ökologischen, basisdemokratischen Ideologie basiert, verdanken wir unserem Vordenker des kurdischen Volkes, Abdullah Öcalan. Ohne seine Ideen, seinen Mut und Entschlossenheit würden wir heute hier nicht stehen. Durch seine Ideen und seinen unvergleichlichen Kampf unter schwerster Isolationsfolter hat er den durch Auslöschung bedrohten Kulturen, der zu nichts erklärten Frau und der vergifteten Natur zu einem neuen Leben und zu einem neuen Aufbruch verholfen. Der Widerstand der kurdischen Frauen stellt heute durch die Kraft und Moral, die ihnen von Abdullah Öcalan gegeben wurde, die härteste Ohrfeige für das kapitalistische Vergewaltigungssystem dar. Und seine Zauberformel Jin Jian Azadi ist über die kurdische Frauenbefreiungsbewegung zu einer weltweiten gemeinsamen Philosophie geworden. Als kurdische Frauen und kurdisches Volk haben wir durch den jahrelangen Gerechtigkeitskampf viele Opfer bringen müssen und bringen sie immer noch. Wir wissen jedoch gut, dass Frieden und Freiheit teuer sind. Koste es, was es wolle, denn es ist es wert. Denn diese Welt mit ihrer Vielfältigkeit, der Menschheit und der Natur verdient definitiv was Besseres. Genau aus diesem Grund sind wir heute zusammengekommen, um gemeinsam zu diskutieren, voneinander zu lernen und vor allem Ideen und Wege zu finden, wie wir uns gemeinsam organisieren und gemeinsam kämpfen können. Kämpfen gegen die zerstörerische System, und zwar der kapitalistischen Moderne. Abdullah Öcalan hat uns mit seinem Paradigma den Weg zur Freiheit und Gerechtigkeit geebnet. Nun liegt es an uns, diesen Weg mit Entschlossenheit fortzuschreiten und unsere Welt zurückzugewinnen. In diesem Sinne heißen wir euch nochmals herzlich willkommen und wünschen euch eine erfolgreiche und schöne Zeit. Danke.